Du brauchst Geld vom Arbeitsamt für deine Gründung oder auch vom Jobcenter. Dann bist du hier richtig, denn ich werde dir zeigen, wie du in 30 Tagen das Geld vom Arbeitsamt bekommst für deine Gründung. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Sub-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr mehreren hundert Menschen dabei, ihre Businesspläne fertig zu machen für die Bank, fürs Arbeitsamt, fürs Jobcenter. Und da wissen wir ganz genau, was auf dich zukommt. Und wir stellen dir heute eine Lösung vor, wie du in 30 Tagen dein Förderprogramm beantragen kannst, wo du alle Unterlagen fertig hast, inklusive Businessplan und vielleicht, dass die Beratung, die du nutzt und die Templates, die du bekommst, auch noch gefördert werden zwischen 50% bis 100%. Die wichtigste Voraussetzung, die heute bereits erfüllt sein muss, dass du einen aktiven und gültigen ALG-1-Bescheid hast. Und zwar mit einem Restanspruch von 180 Tagen. Denn wenn du in 30 Tagen die Unterlagen fertig machen willst, dann brauchst du spätestens hier zum Zeitpunkt deiner Vollerwerbsgründung noch 150 Tage, die zur Verfügung stehen müssen, damit du den Antrag auf Gründungszuschuss dann abgeben kannst. Wenn du dann die Unterlagen fertig machen willst, also deine Planbilanz, deine Finanzplanung über 2 bis 3 Jahre, den Businessplan, Text und so weiter, dann kannst du dir Templates zum Beispiel von uns runterladen und gemeinsam mit Beratern in 14 Tagen fertigstellen. Allerdings ist es dann so, wenn du die externe Hilfe von uns brauchst und wir hier hinten dran auch die fachkundige Stellungnahme machen, also eine Art wirtschaftliches Gutachten, das dann auch dem Arbeitsamt mitgeführt wird, dann macht es Sinn, dass du vorher hier auch Fördermittel beantragst. Und dafür gibt es 2. Du kannst für die Unterstützung, dass du es wirklich in 30 Tagen abbilden kannst, inklusive fachkundiger Stellungnahme, damit hinten ein belastbarer und auch förderfähiger Finanzplan und Businessplan rauskommt, dir ein Förderprogramm über das Arbeitsamt selbst beantragen, nämlich einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, also einen Gutschein für Vorgründungsberatung. Der Vorteil ist, dass die gesamten Kosten die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter übernimmt. Sollte dein Sachbearbeiter keine Kontingente mehr haben oder nicht geben wollen, dann gibt es ein zweites Förderprogramm über das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, was einen europäischen Fördertopf anzapft. Und hier werden zwischen 50% bis 90% aller Kosten gefördert. Das Wichtige ist, wenn wir dich dabei unterstützen sollen, dass zuerst dieses Förderprogramm bewilligt wird, sodass wir danach mit der Beratung beginnen können. Der nächste Schritt nach Bewilligung der Förderprogramme, du kannst beide übrigens beantragen und suchst dir dann das aus, wo du eine höhere Förderquote hast. Und wenn diese Bewilligung vorliegt, dann holst du als nächstes vom Arbeitsamt oder Jobcenter dir die Anträge. Also beim Arbeitsamt den Antrag auf Gründungszuschuss und beim Jobcenter den Antrag auf Einschießgeld und den Antrag auf Leistung zur Einliederung von Selbstständigen. Der nächste Schritt wäre dann, mit unserem Mentor sich zusammenzusetzen und einen Beratungsplan aufzustellen und ein Team zusammenzustellen. Denn erfahrungsgemäß ist jedes Geschäftsmodell ein bisschen anders. Und wir haben die Lage, auf über 40 Beratern zuzugreifen und für dich das beste Team zusammenzusetzen. Aus einem Spezialisten für Finanzen, einen für den Textteil, vielleicht einen für Marketing. Dann hast du noch ein paar steuerliche Fragen an unseren Steuerberater und dann hast du ein paar rechtliche Fragen an unseren Rechtsanwalt. Wir stellen dir mit dem Mentor gemeinsam das perfekte Team zusammen und dann machst du Termine und planst die nächsten 2 Wochen durch. Dann, wenn alles fertig ist, wird zum Schluss von unserem Experten, von unseren zusammenarbeitenden Kooperationspartnern eine fachkundige Stellungnahme erstellt. Ein wirtschaftliches Gutachten, wo wir auf der einen Seite die Antragsunterlagen, die du gefertigt hast, auch nochmal durchgehen, aber dann auf 2 bis 3 Seiten nochmal schreiben, warum wir glauben, warum der Experte glaubt, dass du mit deinem Konzept Erfolg haben wirst. Sprich also, tragfähig sein wirst mit deiner Unternehmung. Sprich, du kannst von deiner Unternehmung innerhalb von 6 Monaten auch leben. Denn darum geht es bei der Agentur für Arbeit, dass du ein tragfähiges Unternehmen gründest. Dann bekommst du auch bis zu 10.000 Euro Fördermittel geschenkt von der Agentur für Arbeit für deine Gründung. Dadurch, dass wir schon weit über 1.000 solcher Businesspläne geschrieben haben, wissen wir relativ gut, worauf es ankommt und können deshalb auch mit Stolz sagen, dass über 90% unserer Anträge auch gefördert werden, wenn alles so richtig läuft, wie wir es hier heute vorgegeben haben. Dein nächster Schritt kann nun sein, ein kostenfreies Erstgespräch bei uns vereinbaren, um dann für dich auch die Fördermittelanträge zeitnah zu stellen. Gerne aber kannst du jetzt dieses Video mit Daumen hoch bewerten, unseren Kanal abonnieren und uns gerne weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Förderantrag, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%.
Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.